Okay, un elmo. Okay. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und den nächsten Letzten. Hopp. Hopp. Hop. Aktiv. Kick es auf. Kick es auf. Herr Manuva erzielt den Ausgleich. Womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel Kickers auf den Bach gesungen. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, und Elbow. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und der nächste Letzte. Hopp. 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 Aktiv. Kick es auf.
dann machen wir die Begrüßung. Gell? Ja, guten Abend, liebe Kickers-Freunde hier vom Stadion am Biberer Berg. Zum ersten Training der Saison, zum offiziellen Training, Trainingsauftakt. Wobei wir wissen ja inoffiziell, dass da schon so ein paar Trainingseinheiten stattgefunden haben. Es gab schon Laktattests für die neuen Spieler. Und gestern und vorgestern fanden schon leichte Trainingseinheiten statt. Ja, und jetzt sitzen wir hier und warten auf die neuen Spieler. Den Lars könnt ihr wahrscheinlich unten schon in der Kamera sehen. Der wird das Ganze zusammen mit Olaf moderieren. Und am Mikrofon ist Jörg Kronau. Und ja, wir hoffen, dass wir euch jetzt hier 60 bis 90 Minuten, denke ich mal, wird das dauern, ein ganz interessantes Training zeigen können. Und die neuen Spieler so ein bisschen vorstellen, die wir heute sehen werden. Lars wird unten Interviews machen, da werde ich dann meinen Mund halten, dass ihr die in aller Ruhe hören könnt. Ja, ihr seht, der Platz ist auch schon auf Spannendes vorbereitet mit Markierungen für die Räume, für die Raumaufteilung. Und ein paar Stangen sind aufgebaut, Hürden sind aufgebaut, da wird so ein bisschen Schnelligkeit, Gewandtheit, Spritzigkeit sein, die da trainiert wird. Ja. Wie viele Leute sind da? Boah, wir haben schon mal so vorhin geschätzt, so 800 bis 1000 Leute schätzen wir momentan, sind schon da. So, die Haupttribüne ist ganz gut gefüllt und es strömt immer noch, wie gesagt, offizieller Beginn so vom ersten Training ist ja 19.30 Uhr. Und ihr seht es ja auch im Bild, nein, ihr seht es nicht im Bild, weil die Annika gerade uns zeigt, wie viele Zuschauer da sind. Ja, also wie gesagt, ihr würdet es im Bild sehen, jetzt seht ihr es im Bild gleich. Noch ist ja niemand auf dem Platz, die Spieler noch in der Kabine. Und ich denke mal, da wird es auch dann so einen Auflaufen mit Vorstellung geben, wie wir es ja so in den letzten Jahren erlebt haben, dass die Spieler da ausgerufen werden und dann einzeln rauskommen, beklatscht werden, abgeklatscht werden. Ja, das denke ich, erwarte ich. Und das wird es auch geben. Ja. Temperaturen mittlerweile hier im Schatten einigermaßen, aber immer noch fast 30 Grad, würde ich sagen. Also in der Sonne da auf der rechten Spielfeldhälfte, da möchte ich heute nicht spielen, aber muss ich ja zum Glück auch nicht. Da gibt es ja andere, die das viel, viel besser können. Achso, und wenn wir die Kamera auf den Lars bzw. auf den Olaf richten würden, könnten wir auch das neue Trikot, glaube ich, schon sehen, oder? Ja, ich glaube, der Olaf hat das in Rot an, ne? Kann das richtig, ne? Der Olaf hat das neue Trikot in Rot an und der Lars hat es in Schwarz an. Ob es noch eine dritte Farbe? Gibt es noch eine dritte Farbe? Gibt es noch eine dritte Farbe? Glaube nicht. Ja, normalerweise doch, gibt es immer noch eine dritte Farbe. Werden wir mal gucken, wenn wir rauskriegen, was das für eine Farbe ist. Wir haben es nicht miterlebt, die Trikotpräsentation, weil wir hier am Vorbereiten, Technik aufbauen und so weiter waren. Aber jetzt, glaube ich, ist die Annika drauf und dann könnt ihr sehen, der Olaf in dem, ja, würde ich sagen, Haupt- und Heimspieltrikot in klassischem Rot gehalten und das Ersatz- oder Ausweichtrikot oder drittes Trikot oder wie auch immer ist in farbenfrohem Schwarz-Grau gehalten und da ist so ein kleines Muster auf der Brust. Annika findet es toll, ich selber finde es nicht so toll, aber gut, mit Mustern ist das immer Geschmackssache. Also mir gefällt das rote Trikot deutlich besser. Aber da darf man sich ja drüber streiten. Ich finde es schön, dass das heuer wieder relativ klassisch in Rottönen. Ich sehe auch gerade, sind noch zwei Rotfarben. Es ist an den Ärmeln ist es ein bisschen heller Rot und im Brustbereich ist es dunkler Rot. Ja, also seit 18.30 Uhr wird es ja präsentiert. Da gab es um 18.30 Uhr gab es eine Sponsorenveranstaltung. Das heißt also auch, alle Kickers-Sponsoren sind eingeladen, sind hier, waren vorhin im VIP-Raum, wurden da nochmal begrüßt, haben da auch das Trikot präsentiert bekommen und 19 Uhr war dann unten vor dem Fanshop die traditionelle Trikotpräsentation. Ich glaube, das lief auch wieder so, dass das Schaufenster abgeklebt war und dann wurde das Packpapier abgerissen und dann da war es, das neue Trikot.
Ja, und wir warten jetzt natürlich alle darauf, dass es losgeht. Ihr verpasst nichts, ihr seid ja live dabei, ihr seht es ja im Bild. Noch tut sich nichts. Aber wie gesagt, 19.30 Uhr war ja offizieller Beginn. Und schauen wir mal, ob es dann wirklich auch pünktlich losgeht. Gerade im Bild haben, ist ja super. Steht stabil. Der Ton war okay gewesen. Annika? Das kann ich nicht. Ach so. Annika, hast du meinen Ton gehört? War das von der Lautstärke okay? Eher leiser, also ein bisschen lauter. Okay, alles klar. Super, mache ich. Ja, ich bin, mich macht es immer wahnsinnig, wenn ich das Mikro in der Hand habe. Ich kann das nicht. Okay. Ich habe das lieber so stehen und fertig. Muss ich ein bisschen näher. Ja. Beziehungsweise man kann mich ja auch ein bisschen lauter drehen, oder? Ja, also der steuert das schon. Okay. Gut. Das fiel mir nur gerade ein, weil wir. Ja gut, wenn ich so, müsste es okay sein vom Ton her, ne? Ja, so ist es bestens. Dass es so natürlich zu leise ist, ist mir klar. Ja, ihr merkt es, wir schauen noch so ein bisschen, dass das mit der Technik funktioniert, dass wir da gut verständlich sind. Wir müssen auch gucken, dass wir nachher die Interviews vom Ton her vernünftig einfangen, weil die übernehmen wir natürlich von der Stadionbeschallungsanlage, weil die Interviews finden ja unten dann auf dem Rasen statt. Ja, die Annika schwenkt gerade, nee, die schwenkt nicht, das ist die, oh, da haben wir eine zweite Kamera. Eie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 
ist die Stadionkamera. Ah ja, jetzt haben wir sozusagen die gedoppelte Gedoppeltheit. Jetzt sehen wir oben, was die Stadionkamera aufnimmt. Die Annika geht da jetzt gerade drauf. Ja, wir machen ein bisschen Späßchen, weil wie gesagt, noch passiert hier nicht viel. Wir warten drauf, dass es offiziell dann hier losgeht. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz für die, die jetzt eben so sich dazugeschaltet haben, sich wundern. Ja, grüner Rasen, passiert nichts. Offizieller Beginn, wie gesagt, war 19.30 Uhr und ja, wir warten drauf. Eigentlich müsste es jede Minute losgehen, dann müssten die Spieler einzeln vorgestellt werden. Und ja, solange lassen wir einfach mal die Stadionbeschallung laufen und warten einfach mal ab.
weil noch gibt es nicht wahnsinnig viel zu berichten. Es gibt auch heute nichts wahnsinnig viel Neues, was passiert ist. Ich glaube, ihr seid da alle auf dem Laufenden. Was haben wir da so mitgekriegt? Gestern ja noch mit. Ah, und jetzt geht's los. So wie wir einen Trainingsauftakt begehen, schaffen das viele nicht, einen Aufstieg in die zweite Liga zu feiern. Ich sage nochmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Kickersnasen. Und genau das wollen wir auch hören, denn wir haben so viele Neuzugänge. Gleich werden wir das hier im Detail präsentieren und die sollen schon mal richtig mitbekommen. Von der ersten Sekunde an, was hier los ist und was hier los sein kann. Und dafür brauchen wir natürlich einen tollen Mann und das ist die Stimme der Offenbacher Kickers, Olaf Kruse. Vielen Dank. Ja, wie immer. Begrüßen wir das nächste Mal die Fans des geilsten Clubs der Welt, die Fans von Kickers Offenbach. So, und wir wollen natürlich unseren Neuzugängen auch entsprechende Stimmung hier bieten. Und wir fangen an mit den Torhütern und es geht los. Ein Neuzugang. Natürlich bei den Torhütern. Ihr sollt doch drin sein. Wir begrüßen mit der Nummer 1 Dominik Trabant. Ja, Dominik, kommt zu uns. Mario Seidel. Ein weiterer Torhüter. Mit der Nummer 22, Luka Lovic. Mit der Nummer 16, Angelo Tramontana. Ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Angelo Tramontana ist der aktuelle A-Jugend-Torhüter und der kann auch nächste Saison noch A-Jugend spielen. Frisch aufsteigen in die Bundesliga, der U19. Der Kapitän, der jetzt im Ankauf. Mit der Nummer 4, Kuh. Mit der Nummer 6, wir waren eben vorne schon beim Pinchoff aktiv mit dabei. Wir begrüßen mit der Nummer 6, Luigi Campagna. Der deutsche Kamerasson. Mit der Nummer 7, wir begrüßen recht herzlich, Richard Weil. Richie, kommt zu uns. Mit der Nummer 8, Mike! Mit der Nummer 9, ein weiterer Neuzugang, Andi Schaller! Die Nummer 11, Manu! Nummer 14, und he is on fire, Jake! Mit der Nummer 17, einer der Helden vom Sonntag, Aufsteiger in die Bundesliga. Wir begrüßen mit der Nummer 17, Luca! Auch er Aufsteiger in die Bundesliga. Mit der 19. Mit der Nummer 18 aus Finnland, Matthias Pisano. Ein weiterer Spieler aus dem 19-Kader begrüßen wir jetzt mit der Nummer 19, Jakob Lenner. Und noch ein Bundesliga-Aufsteiger. Er hat die Hühner schwindelig gespielt. Mit der Nummer 20, Niklas. Go! Mit
Mit der Nummer 21, Julian Schäffler. Ein weiterer Ausgang, mit Nummer 23, Marco Schikora. Ein weiteres Eingewechselt, Nummer 24, Erik Gurke. Ja. Nummer 27, Kevin Pezzoni. Der Routinier. Mit der Nummer 29, Lukas Albrecht. Mit der Nummer 30, Moritz Reinhardt. Mit der Nummer 32, Francesco. Und wir grüßen einen weiteren Neuzugang mit der Nummer 31, Ronny Marcos. Willkommen in Offenbach. Ja, die Spieler haben wir da, aber natürlich gehört das Funktionsteam mit dazu. Und wir begrüßen zunächst einmal den Physiotherapeuten Jörn Klümper. Da ist er, da bringt uns Eis mit, Olaf. Schießt er da? Oh. On the rocks. Der Mannschaftsarzt, Dr. Michael Jodeleit. Oh, jetzt kriegst du die Spritze. Der Humpel ist ja. Unser Torwarttrainer, René. Unser Delikt-Trainer, Bastian Klim. Der Quelix. Der Co-Trainer, Max Lesser. Und wir grüßen unseren Cheftrainer, Daniel. So, jetzt haben wir sie. So, ich würde sagen, jetzt heizen wir nochmal richtig ein, damit unsere neu zugegebene gleich wissen, wo es hier lang geht am Iberer Berg, oder? Wer macht noch richtig Feuer? Was bringen wir denn? Wir singen Kickers Offenbach, ole! Wunderbar, so kann es weitergehen. Mach was. Wird ein schöner Abend, glaube ich. Ja, aber okay. Gut, dann fangen wir an mit dem Showtraining, mit allem, was wir heute Abend geplant haben. Wir werden noch ein paar Leute hier am Mikrofon vorstellen können. Ja, die Neuzugänge werden wir euch natürlich im Detail gleich noch mal ein bisschen vorstellen. Wir beide müssen dann wahrscheinlich ein bisschen Platz machen oder wir müssen mitmachen bei den Koordinationsübungen. Weiß ich nicht. Trikot haben wir ja schon. Du bei den Schwarzen, ich bei den Roten. Passt doch, okay. Gut, also viel Spaß und gute Unterhaltung und wir freuen uns auf unser Team für die neue Saison. Alles Gute! Ja, vielleicht für die, die sich jetzt eben sich zugeschaltet, nochmal ein Hallo von mir hier oben vom Kommentatorenplatz. Ihr habt ja mitgekriegt eben Vorstellung der neuen Mannschaft. Ich werde auch gleich nochmal auf die neuen Spieler so ein bisschen eingehen. Vielleicht eine Sache, ihr habt es ja gesehen, da stehen plötzlich 4 Torhüter. Und da werden sich jetzt sicherlich einige fragen, haben wir dann denn noch einen verpflichtet und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Nein, das ist der 4. Torhüter, das ist Angelo Tramontana. Das ist der aktuelle A-Jugend-Torhüter, der ist auch jetzt mit der A-Jugend gerade letztens in die Bundesliga aufgestiegen. Und der gehört zum jüngeren Jahrgang, das heißt, der kann nächstes Jahr noch A-Jugend-Bundesliga spielen, trainiert aber schon seit Winter regelmäßig bei der ersten Mannschaft mit. Und deswegen hat er heute halt natürlich auch das Vergnügen, hier bei dem Showtraining mit dabei zu sein.
Ja, jetzt, wie gesagt, das dürfte trotz Show richtiges Training sein. Also das heißt jetzt erstmal natürlich aufwärmen, ganz klar aufwärmen. Dann wird es so ein bisschen Gymnastik wahrscheinlich geben, ein bisschen Kräftigung geben, ein bisschen Gewandtheit geben. Müssen wir mal gucken, was Daniel Steuernagel da heute geplant hat. Und ich denke, danach werden wir sicherlich auch so ein bisschen im taktischen Bereich was sehen. Der Platz, er ist ja schon so in Räumen aufgeteilt und ein bisschen Raumaufteilung, zwei Tore stehen da. Also wir werden sicherlich mit Sicherheit dann danach auch noch ein Spielchen sehen und da werde ich dann noch so ein bisschen auf die neuen Spieler mal eingehen. Nummern habe ich mir auch schon mal aufgeschrieben. Das ist ja auch immer spannend, wer denn jetzt genau welche Nummer hat. Und na gut, ich kann es vielleicht auch gerade noch mal euch vorlesen, weil momentan gibt es ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Spannendes zu sehen. Die Mannschaft, sie läuft sich ein. Also ich gehe es gerade noch mal durch und gebe euch auch die Nummern noch mal. Das ist ja immer was gerade, wenn man sich so ein Trikot kaufen will, dann eine ganz spannende Sache ist. Also Mario Seidel. Und jetzt kommen sie an der Haupttribüne vorbei und da gibt es erstmal nochmal Beifall für die Mannschaft. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, ich wollte die Nummern und die Spieler nochmal durchgehen. Also wie gesagt, mit der 28 Mario Seidel, der ist ja jetzt gerade vor 2-3 Tagen aus Magdeburg noch verpflichtet worden als Torhüter. Hat da letzte Saison im Zweitligakader gestanden, hat allerdings ein Zweitligaspiel nur gemacht, das aber immerhin über 90 Minuten. Und das haben sie auch gewonnen, die Magdeburger. Und ich glaube, im Pokal gegen Augsburg hat er nochmal gespielt. Auch das haben sie gewonnen, das Spiel. War da letzte Saison so ein bisschen eine Mischung aus zweiter, dritter Torhüter. Also ich habe mir das mal angeguckt. Ich glaube, so Hälfte der Spiele war er auch im Kader. Das heißt, da war er zweiter Torhüter und ein Teil der Spiele war er nicht im Kader. Das heißt, dritter Torhüter. Gut, dann geht es weiter mit Dominik Trabant aus Elversberg. Der hat die Nummer 1. Der ist ja schon ein bisschen da. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr so viel drüber zu erzählen. War in Elversberg, ja, zweiter Mann, hat da aber letzte Saison schon auch ein paar Spiele gemacht. Und dann der dritte Torhüter, das ist Luka Lusic, der hat die 22. Und ja, das ist so ein bisschen Ei will ich nicht sagen, aber Überraschungskandidat. 19 Jahre alt, er ist, oder 18 erst, also ganz jung noch und kommt von einem der U19-Mannschaft eines Erstligisten, ich denke es war, ich glaube Serbien ist es, wo er herkommt, serbische erste Liga, da die U19 und von dem habe ich gerade von Trainingskibitzen gehört, das soll ein richtig guter sein und der ist auch richtig groß, der ist 1,98. Zum offiziellen Trainingsauftakt für die neue Saison, unsere Mannschaft ist bereits auf dem Feld. Und ich darf jetzt hier bei uns in der Interview-Area grüßen Dr. Michael Jönert. Hallo Michael, mach noch hier oben. Ja, jetzt gibt es ein bisschen, wie gesagt, Gymnastik und währenddessen der Mannschaftsarzt im Interview. Was sind so die ersten Aufgaben, wenn man mit einem Training startet für eine neue Saison? Auch für dich jetzt, was hast du zu tun? Genau, also für mich war das natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen eine Ruhephase nach der letzten Saison. Jetzt geht es dann wieder los. Alle freuen sich drauf, ich denke, da sind wir uns einig. Die nächsten Schritte hier sind jetzt erstmal, ich muss die neuen Spieler kennenlernen. Es sind ja jetzt einige neue da. Wie machst du das? Gehst du dann von oben nach unten vom Körper und lernst den Körper kennen? So ungefähr geht das tatsächlich ab. Also okay. Wir haben einen Tag vereinbart, wo alle Spieler kommen zur medizinischen Eingangsuntersuchung. Das ist so eine Untersuchung, die gestaltet sich aus dem internistischen Teil. Da wird so eine Belastungs-EKG und sowas gemacht und im orthopädischen Teil, das ist dann mein Part. Und dann muss dann also jeder Spieler einmal durchgecheckt werden, von Kopf bis Fuß. Dann ist klar, dass man beim Torwart vielleicht ein bisschen mehr auf die oberen Extremität schaut und beim Feldspieler mehr auf die Knie und Sprunggelenke und so. Und dann wird geguckt, gibt es Probleme, gab es in der Vergangenheit Probleme, worauf muss man achten? So ein bisschen präventiv auch gucken, Muskulatur und so weiter. Was kann man tun, damit der Spieler hoffentlich in der Saison so verletzungsfrei durchgeht? Ja, das wird dann alles irgendwo dokumentiert, irgendwo festgehalten und dann wird das regelmäßig überprüft, gehe ich mal davon aus. Na, es gibt ja heute, glaube ich, nichts, was es nicht irgendwo in irgendwelchen Computern oder digital hinterlegt wird
und wahrscheinlich dann auch immer wieder abgedatet wird. Ja, richtig. Wir haben dann natürlich ein Dokumentationssystem, da steht dann drin, was war in der vergangenen Saison aufgetreten, worauf müssen wir in der kommenden Saison achten. Die Berufsgenossenschaft, das ist ja sozusagen der Versicherungsträger für die Profifußballer, die wollen das auch ganz gerne haben, dass wir da dokumentieren, dass wir präventiv tätig sind. Ja, das müssen wir alles machen und das machen wir gerne. Die Übung habe ich auch mal. Informierst du dich bei anderen Ärzten von den Vereinen vorher? Stabilisation. Oder gibt es dann so eine Art Akte, die da mitgenommen wird, wo der Spieler sagt, hier, das hatte ich mal gehabt oder wie auch immer? Oder fängst du bei Null an und machst einen komplett nochmal einen neuen Status? Gut, die meisten Spieler habe ich ja jetzt die letzten Jahre beobachtet, da weiß ich ja, was Sache war. Und bei den neuen Spielern, da würde ich es jetzt nur so machen, wenn in der vergangenen Saison was vorgefallen ist, was vielleicht noch behandlungsbedürftig ist oder so, dann würde ich mich natürlich mit dem Mannschaftsarzt dort in Verbindung setzen und fragen, was ist gelaufen und was müssen wir beachten oder so. Aber das ist jetzt nicht unbedingt die Regel. Die meisten Spieler sind ja Gott sei Dank fit, wenn sie hierher kommen. Wie ist dein Zeitaufwand pro Tag, in der Woche? Wie kann man sich das vorstellen? Wie oft bist du hier? Genau. Ja, also der Zeitaufwand, das kann ich jetzt nicht pro Tag berechnen. Es ist so, ich bin ja in der Praxis hier, wir sind in der Orthoklinik in der Frankfurter Straße. Das ist ja eine orthopädische Gemeinschaftspraxis und wir betreuen da sehr viele Sportler. Und unser Angebot ist eben, dass die Spieler jederzeit zu mir kommen können, wenn akut was im Training passiert ist. Und das ist natürlich unterschiedlich häufig der Fall, also mal mehr, mal weniger, auch zum Saisonverlauf abhängig. Das kann mal viel sein, dass wirklich jeden Tag zwei, drei Spieler auf der Matte stehen. Manchmal gibt es ein paar Tage lang überhaupt keinen, der kommt. Also das ist ein Teil der Aufgaben. Dann natürlich jetzt im Rahmen der Vorbereitung die Voruntersuchungen. Das dauert dann ein, zwei Tage, bis wir die ganzen Spieler durchgecheckt haben. Und dann natürlich die Spielbetreuung, also die On-Field-Betreuung, sodass ich ja bei den Spielen dann hier auf der Bank sitze. Das heißt, die Woche über bei dir in der Praxis wird das alles gemacht und bei den Spielen bist du halt hier vor Ort und kümmerst dich um die entsprechenden Situationen und Fälle oder Einsätze, die du dann hast. Genau so ist es. Also wenn ein Spieler irgendwie so eine Verletzung zuzieht, die jetzt nicht hochakut ist, dann wird er zu mir in die Praxis kommen, dann machen wir die Diagnostik, gucken, was er hat und leiten die Therapie ein. In akuten Notfallsituationen würden wir dann ins Sana-Klinikum Offenbach den Spieler schicken. Dort haben wir auch eine gute Zusammenarbeit. Ja, eben, und dann die On-Field-Betreuung hier. Hast du auch eine Art Schweigepflicht, wenn ein Spieler sagt, ich habe da irgendwas, das möchte ich nur mit dir besprechen und ihr geht dann das Thema nur ihr beide durch? Selbstverständlich, okay. Absolut. Der Spieler ist zunächst einmal ein Patient von mir und der hat alle Rechte eines Patienten und damit auch ein Verschwiegenheitsrecht. Und wenn mir ein Spieler was im Vertrauen sagt, dann kann er da auch hundertprozentig von ausgehen, dass das im Vertrauen bleibt. Natürlich muss ich mit dem Trainerteam kommunizieren und sagen, pass auf, der Spieler hat das und das, der fällt jetzt aus oder nicht. Das ist den Spielern aber auch klar. Ich werde auch vorher explizit fragen, ist es in Ordnung, wenn ich nachher den Trainer anrufe und berichte oder der Spieler sagt, er spielt selber mit dem Trainer. Aber ja, selbstverständlich, da gelten die gleichen Rechte wie bei einem in Anführungsstrichen normalen Patienten. Das heißt, da gibt es regelmäßigen Austausch, man sitzt zusammen mit dem Trainerteam und sagt, so sieht es aus und dann wird entschieden, ob einer spielen kann, nicht spielen kann oder wie auch immer vielleicht alles weitergemacht wird. Genau, ein wichtiges Bindeglied ist ja der Jörn, der Physiotherapeut, der gibt mir die Informationen firsthand, was im Training so gelaufen ist, bin ja beim Training nicht dabei, das kann ich ja nicht leisten. Er informiert mich dann, es ist was passiert, meinetwegen, wir müssen Spieler XY mal anschauen. Und dann geht die Rückmeldung erstmal noch über den Jörn weiter an den Trainer oder in speziellen Fällen halt direkt mit dem Trainerteam. Über die Praxis haben wir schon gesprochen. Ganz kurz mal, was kann man da alles, was wird da alles angeboten grundsätzlich in deiner Praxis? Also wir sind, wie gesagt, nochmals in der Orthoklinik, also jetzt nicht konkret Orthoklinik Rhein-Main, das ist in der Frankfurter Straße, ist eine orthopädische Gemeinschaftspraxis. Und wir sind sehr operativ ausgerichtet. Es geht da vor allem bei uns um Schulter- und Kniegelenkoperationen. Wir machen diese minimalinvasiven Operationen, Arthroskopien, Kreuzbänder, Rotatorenmanschetten an der Schulter, diese Geschichten. Und ja, das ist so unser Metier, sehr operativ ausgerichtet, Schulter, Knie, Sport, Orthopädie im Allgemeinen. Dann nochmal ganz kurz, wir wollen ja keine Einzelbeurteilung abgeben, ist ja ganz klar, aber Gesamtzustand der Mannschaft, wie ist so dein Eindruck? Alles tipptopp? Ja, da habe ich jetzt tatsächlich Schwierigkeiten, das zu sagen, weil die Hälfte der Mannschaft ist neu. Okay, gut. Aber ich kann, das ist durchaus auch vielleicht als Lob an das Trainerteam für die letzte Saison sagen, dass die letzte Saison ziemlich gut verlaufen ist, was die Verletzungshäufigkeit und die Verletzungsschwere angeht.
Und das ist natürlich auch ein Aspekt der Trainingssteuerung. Und wenn sagen wir mal, muskuläre Verletzungen auftreten, Traumata herumknicken und so, kannst du nicht verhindern. Aber sagen wir mal, muskuläre Verletzungen, Überlastungsprobleme und so weiter, das ist ein Teil der Trainingssteuerung. Und da kann ich sagen, das ist im letzten Jahr sehr wenig gewesen. Und das kann man auch mal als Kompliment oder als positive für das Trainerteam herausstellen. Ja, dann vielen Dank für die tollen Einblicke. Wir hoffen, dass mit Verletzungen wir absolut verschont bleiben, so gut wie es geht. Jetzt ist es gelb. Jetzt ist es wieder rot. Ist wahrscheinlich auch ganz gut ausgedrückt. Ne? Du musst ja auch öfters mit deinen Händen Dinge bearbeiten. Und wir hoffen mal, dass das auch eine gute Basis ist für einen sportlich tollen Erfolg unserer Mannschaft. Genau, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Und dann freuen wir uns auf eine hoffentlich sportlich und medizinisch erfolgreiche Saison. Genau, vielen Dank. Danke, viel Spaß noch. Für die Information. Dankeschön. Michael. So, ja, das war der Mannschaftsarzt Michael Joneleit. Da haben wir doch ein bisschen was erfahren über medizinische Betreuung. Und also auf mich macht das doch einen recht professionellen Eindruck, muss ich sagen. Also wusste ich so auch einiges nicht, wie das so läuft. Und ja, also ich glaube, da würde ich mich als Spieler gut aufgehoben fühlen. Ja, wir waren jetzt gerade so ein bisschen dabei, die Nummern durchzugehen, die Spieler durchzugehen. Torhüter hatte ich ja gerade. Gerrit Gohlke dann in der Abwehr, der hat die 24, Lukas Albrecht hat die 29, Kevin Pezzoni die 27, ja von Hessen Dreieich gekommen, aber jemand, der glaube ich 80 Erstligaspielen hat. Ja, und jetzt gibt es die ersten zwei neuen Spieler. Er ist 25 Jahre alt, hat schon 9 Bundesligaspiele gemacht, auch Zweitligaspiele hat er gemacht, Drittligaspiele. Da waren es, glaube ich, so um die 55 in der Regionalliga dann noch dazu. Und da würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen in Offenbach, Ronny Marcos. Hallo, danke schön. Da ist er. Und als erstes muss ich dazu sagen, ich muss ein bisschen vorsichtig mit ihm sein. Und ihr merkt das schon. Er hat nämlich schon großen Einsatz gebracht. Deswegen saß er jetzt nur im Trainerhäuschen. Hat, naja, im Zweikampf so kleine Blessur geholt, oder? Ja, unglücklich was am Kopf bekommen, aber halb so wild. Ich denke, morgen werde ich wieder einsteigen. Also du wirst ein bisschen jetzt geschont, musst jetzt hier nicht mitmachen, aber darfst trotzdem hier sein. Vielleicht ein, zwei Worte zu dem, was dich hier, was du jetzt erfahren darfst. Ja, es ist keine typische Kulisse beim Trainingsauftakt, dass so viel los ist und auf gar keinen Fall selbstverständlich und auf jeden Fall schön zu sehen. Also das heißt, du hast schon so ein bisschen Heimatgefühl, du bist gut reingekommen hier in Offenbach? Ja, das definitiv. Also ich glaube, die Mannschaft und auch das Umfeld macht es einem nicht schwer, hier schnell sich reinzufinden. Und jetzt haben wir es ja schon gesagt, du bist ja schon mitten im Fight sozusagen gewesen jetzt im Training. Was ist denn so dein erster Eindruck, wenn du die Mannschaft siehst? Du hast ja alles gesehen, erste Liga, zweite Liga. Jetzt sind wir in Anführungszeichen noch nur vierte Liga. Da kann, da soll sich vielleicht perspektivisch was ändern. Da sollst du ja auch mitwirken. Ja, das wäre schön, aber man sieht im Training, jeder hängt sich rein, jeder gibt Gas. Wir sind jetzt seit ein, zwei Tagen im Training und haben eine lange Vorbereitung vor uns, auch eine lange Saison. Also bin ich mal gespannt, was da wird. Und die Kollegen, zum Teil Neuzugänge, zum Teil gestandene Spieler aus der letzten Saison schon. Was ist so dein Eindruck? Wie passt das vom Niveau? Ich glaube, das passt ganz gut. Wir haben eine gute Mischung aus Jung und Alt und auch aus Erfahrung. Also wie gesagt, die Jungs sind top drauf und ich glaube, da können wir auf jeden Fall was reißen. Herzlich willkommen in Offenbach, Ronny Marcos. Dein Applaus. Ja, wir begrüßen jetzt auch bei uns Leonidas Tiliunis. Willkommen. Ja, unser Co-Kommentator Leonidas, der das A-Jugendspiel auch kommentiert hat. Nochmal herzlichen Glückwunsch, nicht nur am Sonntag, sondern ihr seid ja auch Hessen-Pokalsieger geworden, Hessenmeister geworden, aber ganz grandios Aufsteiger in die Bundesliga. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch ans ganze Team. Du bist heute hier, wir haben vorhin schon interviewt, natürlich auch stellvertretend anwesend. Sag mal ganz ehrlich, ne? Was habt ihr so die Tage gefeiert? Ja gut, so wild haben wir nicht gefeiert im Endeffekt. Am Sonntag haben wir ein Essen gehabt mit der Mannschaft zur Feier halt des Trippels. Schön, dass es geklappt hat und natürlich zu viel feiern geht nicht, weil Montag hat die Vorbereitung angefangen, deswegen muss man fit sein. Also richtig schon eine professionelle Einstellung bei dem Thema, aber wie gesagt, es ist eine ganz tolle Leistung. Der ganze Verein hat sich unheimlich gefreut, es war eine Menge Zuschauer am Sonntag da. Wie ist das so, wenn du merkst, dass so eine Jugendmannschaft auf einmal einen Lauf hat und dass so viele Fans auch vom OFC da sind? Das muss doch eine ganz tolle Sache sein.
Ja, auf jeden Fall sehr toll, vor allem wenn man in der Jugendmannschaft spielt. Natürlich sind die Profis es gewohnt, unter so vielen Zuschauern zu spielen. Aber ich denke, war beflügelt auf jeden Fall die Kulisse und das liegt an der. Wie ist jetzt so dein persönliches Ziel? Du wirst jetzt einsteigen bei den Jungs von der ersten Mannschaft. Was hast du dir jetzt vorgenommen? Wie möchtest du an die ganze Sache rangehen? Gut, natürlich, das erste Ziel ist, fit zu werden. Ich bin ja momentan noch nicht spielbereit. Aber dann natürlich sich zu beweisen, versuchen zu integrieren und halt das Beste zu geben, um dann auf seine Spielminuten zu kommen natürlich. Und glaubst du, kannst du dann einsteigen mit dem Training? Na gut, unter Absprache mit dem Doc Joneleit und Björn. Ich denke mal noch so ein, zwei Wochen wird es dauern. Aber dann denke ich, bin ich guter Dinge, dass ich einsteigen will. Dann drücken wir die Daumen, Juninas, alles Gute und auch dir, toi toi toi, für deinen Start hier bei der ersten Mannschaft. Alles Gute! Ja, ich gehe dann mal die Nummern weiter durch, weil es gibt sicherlich ein paar Leute, die das interessiert. Francesco Lovric, der hat die 32, hat er ja, glaube ich, letztes Jahr auch gehabt. Julian Scheffler die 21, Ronny Markus hat die 31, Mike Vetter behält die 8, Marco Sicora die 23, Luka Garic die 17, Luigi Campana die 6, Kevin Ikpide die 5, Richard Weil die 7, Leonidas Tiliudis, den wir ja eben im Interview hatten, die 3, Kurs Zawada die 4, Niklas Hecht-Zirpel die 20, Jakob Lemmer die 19, auch von der A-Jugend, auch aufgestiegen in die Bundesliga, Matthias Pysallo hat die 18, Manolo Rodas die 11, Moritz Reinhardt die 30, Jack Hurst die 14 und Andis Schala die 9. Ja, während die Interviews gelaufen sind, ist man inzwischen hier zu einer Aufteilung gekommen. Also es sind zwei Gruppen, die unterschiedliche Sachen trainieren drüben. Das rote Team ist schon so ein bisschen mit Ball unterwegs. Und hier vorne wird Beweglichkeit, Schnelligkeit noch so ein bisschen mit Stangen, Hütchen trainiert. Der nächste Neuzugang ist jetzt hier bei mir, der kann, der darf, der soll sich auch ein bisschen vorstellen. Ein erfahrener Mann, kommt aus Erfurt, Rot-Weiß Erfurt, 35 Pflichtspiele in der Regionalliga Nordost und den Pokal geholt. 19 Tore hat er gemacht und ich glaube, es ist auch der Mann mit der Nummer 9, Andis Schala. Herzlich willkommen in Offenbach. Ja, danke schön. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich sehe schon, bei so einem öffentlichen Training, so eine Kulisse ist echt hammergeil. Ja, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen umgekommen und Erfurt ist ja in Anführungszeichen auch so ein bisschen vergleichbar mit dem OFC, so was das Niveau und so weiter, das Umfeld angeht. Aber ich weiß nicht, ob die auch so einen Trainingsauftakt hatten. War das da ähnlich? Ich muss ehrlich sagen, es war auf keinen Fall so. War nicht so. Also das heißt, hier wird alles getoppt. Ja, auf jeden Fall. Aber das bringt ja auch eine Verpflichtung mit sich. Du siehst, die Leute sind heiß auf euch und ihr, denke ich und hoffe ich, seid auch heiß auf den OFC. Hier wird auch was verlangt. Wir wollen was sehen von euch. Ja, wir sind hierher gekommen, um etwas zu erreichen. Alle Spieler, ich habe das von Tag 1 gemerkt, die Jungs sind heiß, die wollen unbedingt den Verein wieder nach oben bringen und ich denke auch, dass das unser Ziel ist in den nächsten Jahren. Wie ist das gelaufen, dass du, ja, kriegst deinen Applaus, genau. Wie ist das gelaufen, als du, als dann der erste Kontakt so kam? Was hast du gedacht, als du das Wort oder den Namen Kickers Offenbach gehört hast? Was verbindest du damit? Natürlich eine große Tradition. DFB-Pokalsieger, Dortmund rausgehauen. Klar, ein großer Verein, Nähe meiner Heimat. Da war ganz schnell klar, dass ich hier bin. Und jetzt hast du schon mit der Mannschaft trainiert, auch dir will ich die Frage stellen, so der allererste Eindruck, wie fühlt sich die Mannschaft an? Top Jungs. Ja, das mag ja sein, also dass man viel Spaß mit den Jungs hat, aber ich meinte mehr das Leistungsniveau. Ich meinte das Leistungsniveau, ja. Na, dann dürfen wir uns auf mehr freuen. Vielen Dank und herzlich willkommen nochmal an Andis Schala, der Mann mit der Nummer 9. Ja, da kriegt man auch mal so ein bisschen den Eindruck, wie die Leute so ticken. Das ist nicht uninteressant. Vielleicht noch als Tipp, wer an den neuen Spielern Interesse hat, wir haben auch die Vorstellungsinterviews, die sind ja gemacht worden, immer an dem Tag, wo der Spieler präsentiert wurde. Die gibt es auf unserem YouTube-Channel, die kann man sich als Podcast da auch nochmal angucken, wenn man da so ein bisschen Infos sammeln möchte. Ja, wo wir gerade von Infos reden, der Lars hat mich gebeten, extra nochmal drauf einzugehen. Reden wir über Geld? Ich weiß, man redet nicht über Geld, aber in dem Fall reden wir über Geld, weil das Fanradio
ist ja eine freiwillige Geschichte und kostet aber Geld. Ja, und wir würden einfach nochmal darum bitten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann die Fanradio-Beiträge. Ihr wisst ja, 40 Euro das Jahr, die Saison, 20 Euro im Halbjahr oder 3,33 € im Monat, um die Arbeit des Fanradios zu unterstützen. Freiwillig natürlich, klar, wer das sich leisten kann. Wir freuen uns über jede und alle Unterstützung. Wie kamst du auf den OFC oder wie hat sich das entwickelt, dass du hier bei uns heute dabei bist? Ich habe ja schon mit Freiburg auch hier gespielt und kannte den OFC deshalb. Und jetzt im Sommer kam dann der Kontakt zustande mit Zwickau. Und wie gesagt, ich kannte das ja schon hier und deswegen hat es alles ganz gut gepasst. Das heißt, OFC ist ja ein Begriff, klar, weil du in Freiburg gespielt hast. Hast du auch schon hier gespielt mit Freiburg damals in Offenbach oder ist das für dich jetzt ein ganz neues Terrain? Nee, wir haben auch hier gespielt, das weiß ich noch. Das war in meinem ersten Jahr in der U23. Da haben wir hier gespielt. 5-1 verloren. Okay, gut. Ja. Wem? Aber gut, wird es wahrscheinlich für dich verarbeitet sein, oder? Genau. Du blickst nach vorne, wie optimistisch gehst du dann in die neue Saison? Klar, du musst dich auch jetzt erstmal mit deinen Kollegen zusammenfinden. Ihr müsst halt erstmal gucken, wie ihr es euch so aufstellt, aber wie gehst du an das Ganze ran? Ja, sehr positiv. Die Gespräche waren positiv und ich habe jetzt auch die Mannschaft kennengelernt. Wirklich coole Jungs dabei und ich denke, wir haben gemeinsam viel vor, diese Saison. Das heißt, du gehst auch, sag ich mal, so optimistisch ran, dass ihr auch sportlich gleich oben mit dabei seid. Das wäre auch der Wunsch, ne? Weil wir haben ja letztes Jahr so einen Auftakt gehabt, der lief nicht so toll. Ich glaube, ihr habt jetzt ein paar Wochen Zeit, euch zu finden, aber gleich am Anfang sollte es dann auch richtig funktionieren. Ja, jetzt gilt es erstmal für uns, alle zusammenzufinden und dann die Vorbereitung erstmal gut zu spielen, um dann am ersten Spieltag natürlich voll angreifen zu können, klar. Dann wünsche ich dir alles Gute. Wir freuen uns, dass du da bist. Du hast ein bisschen Gras an der Backe, habe ich gesehen, aber okay, das ist weggewischt. Alles Gute, toi 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 und wir freuen uns. Manolo Rodas. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen die Gruppen gewechselt. Jetzt ist das schwarze Team da zu den Übungen mit Ball gegangen. Die Roten, die machen gerade eine kurze Trinkpause und werden dann die Geschichte mit den Stangen und den Hürden und dieser Laufstrecke da angehen. So, aber ich sehe, der nächste Neuzugang ist schon beim Lars. Ein echter Haudegen, 31 Jahre alt, kommt vom 1. FC Magdeburg und ja, hat hunderte Drittligaspiele, sogar Zweitligaspiele gemacht. Will jetzt hier mit dem OFC etwas reißen. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Richard Weil. Oder auch genannt Richie. Und dann frage ich gleich mal Richie. Ist das ein Empfang oder ist das ein Empfang? Das ist ganz solide, würde ich sagen. Ja, also, du hast jetzt hier schon ein bisschen richtig hier das Bällchen gestreichelt. Der Trainer hat da oben im Wittmann vorhin schon eine Anekdote erzählt, wo er schon gemerkt hat, diese Erfahrung, die kommt uns zugute. Was war da genau? Weiß nicht. Ich habe ein bisschen Druck ausgeübt, hoffentlich, würde ich sagen. Ein bisschen Druck auf dich ausgeübt, ja. Ja gut, aber die Leute sind nicht nur da zum Klatschen. Die wollen auch richtig was sehen von dir, das weißt du, ne? Ja, ich habe schon gehört, die haben hier hohe Erwartungen. Ne? Ja, und was gedenkst du zu tun, dass du die erfüllen kannst? Schauen wir mal, nächstes Jahr, oder? Ja. Aber ich habe es eben gesagt, du bist ein erfahrener Spieler, bringst unheimlich viele Drittligaspiele, sogar Zweitligaspiele mit. Was hast du so für einen Eindruck, wenn du jetzt kommst, da sind ja zum Teil auch jüngere Spieler dabei, wie kann deine Rolle sein? Was wird deine Rolle sein? Ja gut, es gilt natürlich in erster Linie die Erfahrung weiterzugeben, dass die jungen Spieler sich entwickeln. Das ist natürlich ein Ziel, aber auf der anderen Seite wollen wir eine Mannschaft werden, eine Richtung vorgeben. Ich denke, das können wir nur zusammen. Das sind Fans und Mannschaft, muss eine Einheit werden. Ich denke, das ist das Ziel und dann kann man auch große Ziele erreichen. Was wäre denn für dich das Ziel, das große Ziel? Ja, es ist immer schwierig zu definieren. Ich denke, am Ende des Tages, wenn man 100% gegeben hat und in den Spiegel gucken kann und sagen kann, okay, wir haben alles gegeben, dann kann man sich nichts vorwerfen lassen. Aber ich muss weiter bohren, das weißt du, denn du bist ja ein kleiner, nein, ich sage nicht kleiner, ein großer Experte. Du bist nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, du bist viermal aufgestiegen. Du weißt, was du zu tun hast. Jetzt machst du schon wieder Druck. Ja, ich mach schon wieder Druck, so ist das, oder? Was soll ich jetzt sagen? Wenn ich jetzt das Wort Aufstieg in den Mund nehme, dann
und wir dann hier eine kleine Krise haben, dann springen ja alle im Dreieck. Deswegen, ja, wir wollen ein Maximum erreichen und am Ende gucken wir mal, was bei uns geht. Alles klar. Wir schauen genau hin und sagen nochmal herzlich willkommen, Richard May. Ja, das war Richard Weil, unser ja, neuer defensiver Mittelfeldspieler, kann auch Innenverteidiger spielen, bringt jede Menge Erfahrung mit, habt ihr ja mitgekriegt und ist auch ein ziemlich cooler Typ, habe ich das Gefühl. Ja, wie gesagt, im Training hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel verändert. Wir haben, ich glaube, ihr seht es auch so ein bisschen, die Annika ist jetzt ja auch drauf, hat da ein bisschen auf die Torhüter geblendet. Es sind 4 Torhüter. Angelo Tramontana von der A-Jugend ist da noch mit dabei. Das rote Team jetzt da in der Gewandtheits- und Geschicklichkeitsabteilung. Und das schwarze Team macht da diese ja, Bewegungsübung mit Ball. Alles noch so im Vorbereitungsbereich des Trainings. Und da ist der nächste neue Marco Schikora. Tolle Stimmung. Und wir haben einen weiteren neuen Spieler. Wir begrüßen Marco Schikora. Willkommen. Deine Position, wie steht Rechtsverteidiger, ist das so, was du dir vorstellen könntest zu spielen? 23. Aber das ist auch nicht das Einzige, was ich kann. Ich kann sowohl auch auf der linken Seite spielen. Von daher bin ich relativ flexibel. Sag mal ganz kurz, wie dein Werdegang war. Ich sehe jetzt hier Victoria Berlin. Ist das so deine Heimat oder wo bist du ursprünglich her? Nee, ursprünglich komme ich aus der Regionalliga Nord von Eges auf Langräder, die mittlerweile gerade abgestiegen sind. Dann hat sie mich für ein Jahr nach Berlin gezogen, zur Victoria. Und ja, genau, ursprünglich eigentlich Hannoveraner. Okay, und wie kam es zum OFC? Hat sich da irgendwas ergeben? Hast du dir mal mit deinem Berater, wahrscheinlich das auch ein Berater, ne? Dir mal überlegt, was könnte als nächstes für dich in Frage kommen? Oder erklär mal, wie das so gelaufen ist. Ja, wie gesagt, es läuft heutzutage viel über den Berater. Dementsprechend kam zuerst der Kontakt mit dem Berater, mit dem Trainerteam. Und nach dem Kontakt ging es dann los mit dem Scouting. Da wurde ich des Öfteren gesehen und, ja, und so kam der Wechsel zustande. Wie groß ist deine Vorfreude, hier in Offenbach was Neues zu beginnen? Ja, riesig. Für mich vollkommen was Neues. Vor so einer Kulisse alleine schon in der Trainingsstadt ist super. Ich freue mich. Ich bin voller Vorfreude auf die neue Saison. Wie waren so die ersten Tage? Ihr habt euch auch alle erstmal ein bisschen kennenlernen. Wie macht man das? Dann sitzt man sich da am Tisch und sagt, hier, ich bin der Marco. Wie läuft sowas? Oder gibt es da schon irgendwelche Events, die man zusammen macht? Unternehmt ihr irgendwas? Geht ihr schon mal gemeinsam irgendwo hin? Oder wie kann man sich so vorstellen, dass man als Mannschaft sich zusammenfindet? Ja, naja, die ganzen 9 Spieler sind dann 11 oder mittlerweile 12 in der Tat. Genau. Daher fällt es ein wenig einfacher, dass man nicht allein in eine neue Mannschaft kommt, sondern direkt mit einer Gruppe. Die Mannschaft, die Alten haben, also in Anführungsstrichen natürlich die Alten, habe ich super aufgenommen und mit den ganzen Jungs verstehe ich mich bisher super, ja. Gut, dann wünschen wir dir alles Gute, wir freuen uns, dass du da bist. Marco Schikora, alles Gute für dich! Ja, vielleicht, die Frage war ja auch so ein bisschen, was haben sie schon gemacht, um sie so kennenzulernen? Also ich weiß, da gibt es ja gemeinsames Frühstück, gemeinsame Mahlzeiten, gibt es da ja schon. Die komplette erste Mannschaft war ja auch beim A-Jugendspiel gewesen, hat sich das angeguckt. Also da gibt es durchaus schon Events, wo man da auf dem Weg ist, sich zusammenzufinden. Eins, ah ja, jetzt ist er da. Also gut, dann, wenn der Ton da ist, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Neuzugang. Und das ist einer, der bringt richtig Bundesliga-Erfahrung mit über 80 Bundesligaspielen der 1. FC Köln und viele, viele Clubs, so bist du rumgekommen, ja, nicht nur in Deutschland, sondern auch ja, in ganz Europa, kann man fast sagen, in ganz Europa vielleicht nicht, aber in Teilen Europas. Und jetzt ist er hier in Offenbach, Kevin Pezzoni, hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Und jetzt hast du endlich kommst vom Nachbarn das schöne rot-weiße Trikot an. Wie fühlt sich's denn an? Ja, fühlt sich super an. Es hat sich ein bisschen gezogen, der Wechsel. Ich bin sehr froh, dass es endlich geklappt hat und dass wir gemeinsam angreifen können. Angreifen? Wo, in welche Richtung soll das gehen? Immer nur nach oben.
immer nur nach oben. Das hat er gut gemacht, ne? Sehr gut und sehr diplomatisch gemacht, ja. Jetzt hast du, habe ich eben gesagt, schon ganz, ganz viele Teams gesehen. Ich muss auch hier wieder fragen, das Leistungsniveau, was ist so dein allererster Eindruck? Was kann gehen? Also Eindruck ist wirklich bombastisch, auch vom ganzen Verein aus. Die Bedingungen, auch hier die Zuschauer, die Fans, das ist wirklich Bundesliga rein, muss man wirklich sagen. Und ja, deswegen bedanke ich mich auch schon mal für heute, dass ihr alle gekommen seid. Und ja, ich freue mich auf die Aufgabe. Kleiner Applaus. Erzähl uns ein bisschen was. Was ist so deine Lieblingsposition und was denkst du, was glaubst du, wo will der Trainer dich spielen sehen? Da muss ein Trainer fragen. Das machen wir schon, aber ich will jetzt erstmal was von dir. Ja, ich kann in der Innenverteidigung definitiv Mittelfeld spielen. Ich will da, wo der Trainer mich aufstellt. Ich kann auf beiden Positionen, ich denke, helfen. Und ein bisschen gucken, wo es am besten für die Mannschaft passt. Und dann werde ich auch auflaufen. Für die, die dich noch nicht spielen haben sehen, was würdest du sagen, wie ist dein Stil? Bist du so mehr auch so ein Hauding, der mal dazwischen geht? Oder mehr so das von hinten raus das Offensivspiel bereichern? Ja, ich denke, so eine kleine Mischung auf beiden. Ich bin jetzt nicht der Begrad-Techniker, ich denke, sieht man auch. Aber ja, auch nicht nur fürs Grobe. Ich denke, ich kann auch ein bisschen was mit Ball und ich denke, die Mischung, da kann ich gut helfen. Aber du gräbst auch schon mal den Platz um. Dafür ist er ja da, ne? Weiß ich nicht. Danke und herzlich willkommen, Kevin Pezzoni. Und weil wir gerade bei dem Stichwort waren, Platz umgraben, möchte ich mit euch mal eines machen. Wir haben ja zu allen Zeitpunkten hier am Lieberer Berg die Platzwarte gefeiert. Ob es Tragert war, Günter Horster war, ob es der Betty war und so weiter. Und ich höre jetzt immer nur von den Spielern, wow, das ist ein Wembley-Rasen. Wir sehen das auch nicht nur hier, auch auf dem Nebenfeld. Und der weiß jetzt gar nichts davon. Das ist nicht abgestimmt. Aber ihr wollt ihn doch mal sehen, oder, der das jetzt immer macht. Wollt ihr ihn sehen? Na dann komm mal her, komm mal her. Komm, 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 komm. Das ist unser neuer Rasengott. Da fehlt noch einer. Ja, da fehlt noch einer. Das darf ich uns jetzt genau erzählen. Ja, der ist. Wahrscheinlich versteckt er sich jetzt gerade. Also wenn wir den nachher sehen, holen wir den auch nochmal dazu. Herzliche Grüße auch an den Jost. Ganz herzlichen Dank. Ihr macht einen geilen Job. Dankeschön. Also. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Nächster Neuzugang. Luigi Campana ist dann schon unten beim Olaf. Ja. Jetzt haben wir den nächsten hier, aber den hatten wir vorhin schon beim Fanshop eröffnen gesehen. Luigi Campana ist jetzt bei mir. Ja, mit der richtungsweisenden Nummer 6. So, sag mal was zur Kulisse. Wie ist deine Wahrnehmung hier? Ja, vielleicht vorhin noch Kevin Pezzoni, da die 27. Schon beim Trikotpräsentation draußen, war schon super und hier stark. Jetzt bist du ein paar Tage her und schon bist du vorne am Fanshop plakatiert. Das ist auch eine tolle Sache, oder? Ja, also ich bin super. Schön, jeden Morgen, wenn ich schon zum Training komme, sehe ich mich. Boah, ich muss mein Spiegel schauen. Wunderbar. Du kommst vom SSV Ulm. Sag mal ganz kurz, wie war dein Werdegang, bevor du jetzt hier bei uns aufgeschlagen bist, vor Ulm und davor? Also wenn ich meinen ganzen Werdegang aufziehe, dann sind wir lang noch hier. Also hat viele Vereine in den letzten Jahren, unter anderem auch im Ausland und ja, im Nordosten von Deutschland, im Westen von Deutschland. Ja. Du warst ja der Erste, glaube ich, der auch schon die neue Saison verpflichtet wurde. Du hast dich relativ früh entschieden, zum OFC zu kommen. Das heißt, für dich war relativ auch schnell klar, du kommst zum OFC. Ja, also Verantwortlichen haben mich früh kontaktiert und ich bin in Aschambo geboren, also ich weiß, was es bedeutet, für den OFC zu spielen. Wo die Anfrage kam und der Interesse, dann muss ich eigentlich nicht lange überlegen. Das heißt, na, jetzt im Hintergrund sieht es so aus, als ob es ein Spielchen gibt. Da die Roten ziehen irgendwelche Leibchen an. Ja, ja. Ich glaube, jetzt wird es gleich dann noch ein Spielchen geben. Wenn es dann so weit lässt, werden die dann auch zustoßen. Wir drücken die Daumen, es wird schon alles gut gehen. Du bist Italiener? Richtig. Und hast italienisches Temperament? Richtig. Okay, das heißt, da gibt es auch mal ein bisschen Feuer für den Gegner? Ja,
auf jeden Fall. Dann bist du genau der Richtige für uns. Wir drücken dir die Daumen. Alles Gute. Luigi Campagna. Alles von dabei. Ja, Luigi Campana war das im Interview und ja, ich glaube, jetzt gibt es erstmal ein kleines Interview-Päuschen, weil da sieht es nach einem Trainingsspiel aus, zwei Teams, ja, und ich glaube, ein freier Mann, ich glaube, das ist, ja, ist Luka Garic, glaube ich, der da zum weißen Leibchen unterwegs ist. Das, der dürfte wahrscheinlich dann immer angestellt, wird immer angespielt, wenn immer die Mannschaft, die den Ball hat, die kann ihn dann, glaube ich, auch nutzen. Wir werden es gleich sehen. Ja, es ist Luka Garic, ich sehe es, die 17. Ja, und von den Torhütern, da fängt jetzt erstmal Seidel von uns aus gesehen rechts an und Dominik Trabant ist es im roten Team. Ich werde so ein bisschen vielleicht die Namen auch euch nennen, gerade so von den neuen Spielern, dass man da ein bisschen ein Gefühl kriegt. Also hinten, naja klar, das ist Francesco Lovric, und der da jetzt so außen ist und mit Mike Vetter zusammen. Und ja, im roten Team dann Luigi Campana noch und Kevin Pezzoni ist da hinten in der Innenverteidigung. Ja, schwarzes Team mit Richard Weil hinten im Zentrum, der rausgespielt auf Manolo Rodas war das mit der 11. Ja, Julian Scheffler, den kennen wir ja, der da eben im Zweikampf war. Ja, und der ist auch anscheinend da schon mal erstmal für Standardsituationen zuständig. Gibt da einen Eckball jetzt von der linken Seite aus. Boah, Kopfball von Lukas Albrecht. Ah, dann geht es über Mike Vetter schnell. Aber da ist der Albrecht, der Lukas schon wieder zurück. Kann klären. Während es hier Szenenapplaus gegeben hat, in der Spielform haben wir hier am Mikrofon den nächsten Neuzugang. 18 Jahre alt ist er, ist schon ein bisschen rumgekommen. Wir wollen gleich noch mal ein bisschen da genau nachhören. Auch internationale Erfahrung. Ja, Luka Lozic, herzlich willkommen in Offenbach. Vielen Dank. Ich hab's gesagt, bist noch recht jung, hast noch weiter Entwicklungsbedarf, aber hast schon richtig gute Spiele gemacht. Deswegen bist du jetzt da. Unser René Keffel hat dich sozusagen haben wollen und jetzt bist du da. Was ist das so für ein Gefühl? Ja, ich glaube, man sieht es ja hier, also die Kulisse ist brutal. Das Stadion ist riesengroß und ja, jedes Spiel so viele Fans hier zu sein, ich glaube, das ist ein Grund genug. Erzähl uns ein bisschen, du bist ja Südländer in Anführungszeichen, bist rumgekommen. Erzähl uns ein bisschen was, da war ja auch richtig Feuer unterm Dach, da war ja auch Stimmung. Ja, richtig, ich war jetzt 2 Jahre in Serbien, habe da gespielt, sowohl in der A-Jugend, in der U19 als auch bei der ersten Mannschaft. Ja, ich denke mal, es ist eine gute Erfahrung, in Serbien da gespielt zu haben. Es ist ein anderes Land, es sind andere Sitten, es sind andere Trainingseinheiten, Trainer sind anders. Man lernt viel und ich habe auch sehr viel gelernt da. Und jetzt kommst du nach Offenbach, hast da noch 3 Kollegen sozusagen, jetzt auch aus der U19, werden wir gleich noch kennenlernen, den Torhüter. Was ist so dein erster Eindruck? Ja, alle 3 sind Top-Männer. Wirklich, ich verstehe mich mit allen 3 gut, mit der ganzen Mannschaft auch. Und ja, Konkurrenzkampf ist da und ich glaube, das belebt das Geschäft und ja, super. Es wird ein harter Fight und der Beste soll sich durchsetzen. Unsere Saison ist ja lang. Ich denke, da bekommt jeder mal seine Chance. Richtig, auf jeden Fall. Willkommen nochmal in Offenbach. Ja, wir gehen mal wieder kurz aufs Spiel drauf. Da gibt es einen Eckball inzwischen drüben von der anderen Seite. Und auch das macht Manolo Rodas. Hallo, und währenddessen kommt unser Jugendtorhüter, der Angelo, zum Interview. Komm ruhig ein bisschen näher. Du bist ja jetzt noch U19 und wirst wahrscheinlich dann auch U19 weiterhin spielen können, wenn ich das so verstanden habe. Ja, richtig. Also ich habe noch ein Jahr U19 und ich freue mich, wir sind hier aufgestiegen in die Bundesliga und werden ein Hammerjahr. Schon eine tolle Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du wirst klar im Tor stehen bei der U19 in der Bundesliga, wirst du aber auch dann immer hier ein bisschen mit der ersten Mannschaft dabei sein und mittrainieren. Ja, richtig. Also ich trainiere hier jeden Tag mit.
und auch dann bei der U19 und ja, es macht mich einfach nur besser und so kann man wachsen. Jetzt haben wir ja 3 Torhüter geholt, aber wir haben einen 4. guten auch noch. Also machst du dir da irgendwelche Gedanken oder sagst du, ich spiele jetzt erstmal U19 und alles weitere werden wir dann sehen? Wie bitte? Willst du jetzt erstmal gucken, wie das alles so läuft oder hast du auch sogar ein bisschen Anspruch zu sagen, kommst du mal hier in die erste Mannschaft rein? Ich gucke jetzt erstmal wegen der A-Jugend. Ich werde da alles geben und dann danach mal gucken, ob es hier dann klappt. Auf wen freust du dich in der Bundesliga? Gibt es da so einen Verein mit A-Jugend, wo du sagst, das wird wahrscheinlich ein Highlight werden oder ist dir das eigentlich wurscht, Hauptsache Bundesliga? Ja, ich denke auf jeden Fall, also gegen Bayern zum Beispiel freue ich mich jetzt schon und dann gegen die Hühner, die haben wir ja. Auf diese Antwort habe ich gewartet. Ja, die haben ja schon den Pokal weggehauen und ja, freue ich mich gegen die Hühner zu spielen. Habt ihr ja nichts zu lachen haben, oder? Ja, auf jeden Fall, super Kulisse hier, super Fans. Ja. Gut, also Angelo, alles Gute für dich. Schön, dass du da bist und finde ich auch toll, toll, vor allem für die Bundesliga mit der U19. Alles Gute, danke dir. Unser Bundesligaspieler. Ja, und jede Medaille hat 2 Seiten. Eine haben wir schon beleuchtet und jetzt ist die 2. Seite fällig, was den Platzwart angeht. Der hat es eben schon angekündigt. Da ist er, Just, komm. Keine Gnade gibt es jetzt hier. Also, da ist er. Ich zeige dir mal hier schön die Kamera. Guck mal, da bist du auf der Hoch drauf. Also, ich habe es eben schon mal gesagt zu meinem Kollegen, das ist Wahnsinn, was ihr da am Plätzchen zaubert. Und ich glaube, ihr geht da mit der Nagelschere her, biegt jeden einzelnen Grashalm auf. Es ist ja nicht nur das Feld, wir waren neulich auf den beiden Trainingsfeldern. Das ist der Wiener Ring. Was treibt ihr da? Eigentlich eine gute Pflege und unsere Arbeit macht uns viel Spaß da draußen. Und es macht uns riesen Spaß, diese Fläche immer für euch vorzubereiten, für die Heimspiele, damit ihr das genießen könnt. Also, da ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Ja, kein Applaus. Ja, im Hintergrund läuft nach wie vor das Trainingsspiel. Da sind wir jetzt, glaube ich, mit der Kamera auch wieder drauf. Weiter, da ist noch nichts passiert, da steht es noch 0-0. Aber man hatte schon so ein bisschen, oder man kriegt schon so ein bisschen einen ersten Eindruck. Also Manolo Roda ist sicherlich ein kleiner, technischer, schneller Spieler. Pezzoni, der hat auch schon ein, zwei Mal dazwischen gehauen. Richard Weil da hinten im Zentrum mit Übersicht, mit Umsicht. Schala groß, aber trotzdem technisch gut. Aber wie gesagt, jetzt könnt ihr ja selber ein bisschen euch ein Bild machen. Ja, das ist jetzt Kevin Pezzoni da im Zentrum hinten. Campana, ah, schönes Pässchen raus auf Niklas Hecht-Zirpel. Ja, aber die Abwehr, die passt da auf. Ja, Lukas Albrecht. Ja, das ist Pisallo. Ja, das war mit der 18. Ja, Matthias Pisallo, der da das erste Tor im Trainingsspiel mit einem Distanzschuss erzielt. Aber weil ihr vorhin jetzt kommt der Mike. Mike Vetter kommt zum Interview. Mike Vetter, da ist er. Na, könnte auch der neue Captain werden. Und Mike, an dieser Stelle auch nochmal von dieser Kulisse ganz tolle Glückwünsche. Du bist Papa geworden. Ja, vielen Dank. Noch nicht, aber hier geht es sehr, sehr gut zum Glück. Alles gut verlaufen und ja, wir sind sehr stolz, dass es dir gut geht. Jetzt bist du einer vom alten Schlag sozusagen. Hast vorhin noch das Trikot hier mit präsentiert. Wenn du die neue Mannschaft, die Neuzugänge jetzt so siehst, dein allererster Eindruck? Ja, schon gut. Klar, jetzt ist alles neu, aber wie schon eben gesagt, im Training war jetzt auch direkt Feuer drin und ja. Ja, und da haben wir gerade das 1-1. Was drüben fällt und das war unser neuer rechter Verteidiger, glaube ich. Das war mit der 23 Marco Schikora, der da das 1-1 macht. Ja, wobei er jetzt erstmal drüben auf der linken Seite spielt. Der kann ja beide Außenbahnen spielen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt gibt es keinen Urlaub mehr, nur noch der OFC. Genau. Danke, Mike Vetter. Ja, und wir begrüßen einen weiteren Spieler aus der U19, Jakob.
Jakob Limmer, hallo. Hallo. Jakob, starke Leistung auch jetzt in der Saison und vor allem gegen die Hühner, habe ich gehört, hast du unheimlich gut gespielt. Sag nochmal ganz kurz aus deiner Sicht, wie das alles gelaufen ist mit der U19. War eine tolle Sache. Es war eine tolle Saison. Wir haben alles geholt, was wir holen konnten. Alles gewonnen, Pokalsieger. In der Liga haben wir gewonnen. Jetzt sind wir noch aufgestiegen in Elversberg. Spielen jetzt mit der U19 in der Bundesliga. Also perfekte Saison. Wunderbar. Auch für dich nochmal alles Gute und Applaus. Auch muss man wirklich sagen, tolle Leistung. Hast du alles hervorragend gemacht. Wie groß ist jetzt deine Vorfreude? Du wirst jetzt hier bei der ersten Mannschaft dich versuchen. Wie gehst du an das Thema ran? Ja, es ist was sehr Besonderes, jetzt hier einen Vertrag bekommen zu haben, hier als junger Spieler spielen zu dürfen. Ich gebe alles und mal gucken, was die Saison so hergibt. Gab es für dich jemals eine andere Sache als OFC? Nein, ich wollte hier spielen, ich war in der Jugend hier und deswegen hat sich das hier ergeben. Es ist einfach nur toll, dass ich hier einen Vertrag bekommen habe. Wo ist so deine Position? Wo würdest du dich jetzt ansiedeln? Rechts Mittelfeld, also eher offensiv. Dein Eindruck, so die ersten Tage mit den neuen Spielern oder die, die du schon kennst, vielleicht aus der Vergangenheit, wie ist so deine Wahrnehmung, wie ist so das mit der Truppe hier? Ja. Läuft gut. Neue Frage. Läuft gut. Alles prima. Ja. Gut, dann auch für dich alles Gute. Wir drücken dir den Daumen. Jakob Limmer, toi toi toi. Ja, vielleicht nochmal zum Trainingsspiel zurück. Ich habe gerade eben von der Regie gehört, ich bin relativ schlecht zu hören, wenn die Interviews laufen. Da sind zwei Tore inzwischen schon gefallen. 1-0 fürs schwarze Team durch Matthias Pisallo. Ja, und dann 2-1 fürs schwarze Team durch, ja, ich glaube, es war die 19. Ich glaube, es war Lämmer, der da das 2-1 gemacht hat. Also wie gesagt, wir haben das 1-0 gehabt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, durch Matthias Pisallo und hatten dann das 1-1 durch, wo ist er, durch Schikora, Marco Schikora und eben 2-1 durch Jakob Lämmer. Ja, jetzt gibt es einen Wechsel auf der Torwart. Position. Jetzt kommen die zwei neuen Torhüter zum Interview. Zwei fehlen noch und beide stehen sie im Tor. Beide sind sie ganz neu. Ich fange mal hier an mit Dominik Trabant. Hallo und herzlich willkommen. Servus. Halt. Schickes Trikot hast du an. Schmutzig hast du dich auch schon gemacht. Hast du es öfters vor? Ja, ich hoffe es, ja. Also, das gehört natürlich dazu, richtiger Einsatz, obwohl auf Sonne beläuft, ich habe das eben schon mal angesprochen, da lässt sich's gut trainieren, da hinten sieht's ähnlich aus. Ja, genau, also der Platz hier ist echt Wahnsinn und drüben auf dem Trainingsplatz sieht es genauso aus, also da kann man nicht meckern. Ja. Erzähl uns ein bisschen was über dich, wo kommst du her, wie hast du gespielt? Also, ursprünglich komme ich aus Heilbronn-Gegend, habe dann die ganze Ausbildung in Hoffenheim gehabt, letztes Jahr bei Elversberg und jetzt hier. Jetzt bist du hier und das ist schon was anderes. Von Elversberg jetzt nach Offenbach habt ihr da wahrscheinlich so einen Empfang nicht gehabt. Genau, also es ist schon stark, was man hier miterleben darf und ich habe es davor noch nie so gehabt, weil ich immer nur ein Dorfverein war und nie so wirklich ein Traditionsverein und deshalb freue ich mich jetzt echt hier zu sein. Und jetzt habt ihr einen harten Fight vor euch, nicht nur in der Liga insgesamt, sondern ja, du hast eine Menge Torwartkollegen, da muss man sich auch mal drauf einstellen. Ja genau, das ist normal, also ein sportlich fairer Wettkampf, glaube ich, der ist immer gegeben in jedem Torwartteam und muss sportlich und fair bleiben und ich glaube, das kriegen wir hin. Und der dann, wenn der besser schon spielen. Alles Gute und willkommen in Offenbach, Dominik Trabant. Ja, wir begrüßen einen weiteren Torhüter und er ist jetzt hier bei mir. Mario Seidel, willkommen. Erst vor ein paar Tagen verpflichtet, der frischeste Neuzugang. Mario, erzähl mal ganz kurz, wo kommst du her? Ja, also hallo erstmal. Ich habe jetzt 2 Jahre zuletzt in Magdeburg gespielt und davor habe ich meine ganze Jugend und die ersten Profijahre in Aue gespielt, im Erzgebirge. Und von da stamme ich auch. Also da sind meine Wurzeln und jetzt bin ich zum ersten Mal ein bisschen weiter weg. Du hast 2. Bundesliga gespielt und auf DFB-Pokal. Du weißt, Kickers Offenbach hat viel Erfahrung und Historie im DFB-Pokal. Was waren das für Spiele in der 2. Liga mit Magdeburg? Das war ein Spiel jetzt in der Rückrunde gegen Kräuter Fürth, haben wir auch 2-1 gewonnen und ja, war auf jeden Fall super, ein Zweitligaspiel zu machen, zu Hause, vor vollem Haus
Ja, und dann auch noch gewonnen, also besser geht's nicht. DFB-Pokal auch gespielt? Ja genau, DFB-Pokal auch noch in der Saison davor. Gegen Augsburg haben wir auch zu Hause 2-0 gewonnen und ja, lief auch perfekt für mich und war super. Du hast eine ganz tolle DFB-Pokalbilanz, ne? Also ein Spiel, war es ein Spiel und ein Sieg? Oder wie kann man das, wie viel hast du gemacht im DFB-Pokal? Ein Spiel und eins gewonnen, eine super Bilanz, muss man sagen. Also wie gesagt, hier in Offenbach kennen wir auch gute DFB-Pokal-Historie. Ja, wie sind so die ersten Tage für dich gelaufen? Bist du hier gut integriert? Ja, also es war jetzt nicht viel. Ich bin jetzt gestern angereist, habe dann alles klar gemacht mit den Verantwortlichen und heute war jetzt mein erster richtiger Tag mit der Mannschaft und bin auch super aufgenommen worden heute früh schon und ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also, habe auf jeden Fall richtig Bock jetzt, weiter zu trainieren mit den Kameraden und schauen wir mal. Das heißt, das ganze Duell innerhalb der Torhüter oder das Duell mit den Torhütern ist total offen, weil alle drei sind neu gekommen. Das heißt, jeder hat die Chance, sich zu zeigen oder vielleicht mit Leistung zu glänzen. Es gibt keinen, der irgendwie jetzt irgendwie vorbelastet ist. Ihr fangt bei Null an und alle haben die gleichen Chancen. Ja, genau. Und das reicht ja jedem jetzt auch im Training alles zu geben. Und dadurch kann sich jeder verbessern, egal wer mit dir spielt. Und, ja. Wir werden sehen, was passiert. Gut, dann sagen wir herzlich willkommen, Mario Seidel, sehr sympathisch. Dir alles Gute und toi, toi, toi für deinen Konkurrenzkampf. Ja, liebe OFC-Freunde, noch schauen wir ein bisschen zu beim Training, aber das wird auch bald zu Ende gehen. Und wenn dann die Mannschaften auslaufen, dann verspreche ich euch, werden wir auch noch mal den Trainer sehen und Trainer hören hier am Mikrofon, ganz klarer Fall. Und ich will an dieser Stelle noch mal erinnern, wer bis jetzt noch keine Dauerkarte hat, der muss unbedingt eine Dauerkarte haben. Ich denke, da sind wir uns einig. Wir haben alle die Hoffnung, wir haben alle ein Stück weit auch die Erwartung, dass mit der Mannschaft etwas geht. Wir haben das von den Jungs gehört, die wollen richtig. Also ich denke, wir sollten ihnen nochmal einen fetten Applaus spendieren und vor allen Dingen haut rein mit Dauerkarten. Ja, und ich bin nochmal angesprochen worden, am Samstag das erste Spiel in Großzimmern. Auch hier sind Vertreter von Großzimmern da. Ich mache schon ein bisschen Spionage, gucken sich das alles an. Die sind aber auch gebeten worden, dass viele Fans am Samstag mit nach Großzimmern fahren. Die haben ja auch ein Jubiläum. Wer also mitfahren möchte, es gibt noch genügend Tickets in Großzimmern für das Spiel unserer Kickers. Also, unterstützt unsere Mannschaft und vielleicht gibt es auch ein tolles Spiel mit ein paar Toren. Überhaupt muss man sagen, Olaf, ist das ja eine geile Vorbereitungsphase, wenn man die Spiele mal so sieht. Wir haben hier im Stadion Wimbledon, also richtig englischer Club. Wer sich noch nicht damit befasst hat, da gibt es viele Parallelen zum OFC. Also richtig Fanbase pur, muss man ganz klar sagen. Die Wimbledoner, die haben längst schon ein Auge auf uns geworfen. Und man hört so, dass fast bis zu 400 fast das 2-2 ins Stadion. Also auch da gibt es schon Tickets, die man bestellen kann, im Fanshop und so weiter. Und ja, dann spielen wir gegen Zweitligisten aus der Nachbarschaft. Der hat eben erst am Schlossplatz vor 40 Fans seinen Aufstieg gefeiert. Aber sportlich wird das sicherlich eine Herausforderung für den Zweitligisten. Definitiv, definitiv. Also ich freue mich schon auf Wimbledon. Also Wimbledon Rasen, Wimbledon als Gegner, was gibt es mehr eigentlich? Ne? Also gerade gegen Engländer, da lässt sich, glaube ich, immer eine gute Stimmung verbreiten. Und wenn du sagst, es kommen noch ein paar dazu, die also auch entsprechende Stimmung unterstützen, englische Fans, das wird eine tolle Sache. Ich freue mich schon drauf. Und Kickerstag wollen wir auch wieder darauf hinweisen, ne? 21.07. sind wir beide auch wieder am Start. Ja, und ich denke, da werden wir selbst das, was wir heute Abend haben, sind ja wirklich viele, viele Hunderte da. Ich kann es schlecht schätzen, aber 500, 600 schätze ich, das wollen wir dann am Kickerstag auf jeden Fall nochmal toppen. Da muss es richtig krachen, sodass unsere Jungs gar nicht anders können, als alles, alles geben. Genau, also wie gesagt, Kickerstag 21.07., so habe ich das mir schon mal gemerkt. Sind wir wieder mittendrin in der Stadt und haben unser Programm. Stellen die Mannschaft vor, wie wir das auch immer schon in den letzten Jahren gemacht haben. Diesmal. Na, Autogrammstunden gibt es dort. Das heißt, alle Spieler, die sind ja diesmal ganz viele neue. Da kann man direkt mal ein Selfie machen, kriegt die Autogrammkarten direkt. Also das lohnt sich diesmal ganz besonders, weil es so viele neue eben sind. Und wir werden natürlich auch ein paar andere vom Verein vorstellen können. Ich denke mal ein paar Abteilungen eventuell, die halt Zeit haben, wie es passt. Ein paar Jugendspieler, ist ja aktuell unser Highlight im Verein, ne, mit ihren tollen Erfolgen. Also ich denke, wir werden ein gutes Programm auf die Beine kriegen. Ein Spiel habe ich noch vergessen. Es gibt nämlich auch noch ein richtig tolles, für mich,
als alter Fan auf dem Block 2. Richtig geiles Spiel. In Essen an der Hafenstraße. Da bin ich früher noch gerannt, muss ich dir sagen. Da ist mal ein Spiel ausgefallen, kamen die Essener um die Ecke, da ging es aber schnell weg, ja. Und mittlerweile ist das ja sehr, sehr freundschaftlich. Und das ist ein geiler Club, der ist ganz, ganz ähnlich wie der OFC. Das Stadion früher war ja eigentlich eine Kopie von unserem Stadion hier. Und die Jahre des Erfolges in den 50er, dann später wieder in den 70er, Ente Lippens, die ja im fortgeschrittenen Alter sind, die können sich noch erinnern, wie er hier seine Faxen gemacht hat. Mein Vater hat sich immer tierisch aufgeregt, Ente Lippens. Aber das ist mittlerweile ja eine richtig schöne Verbindung zu Rot-Weiß Essen. Wir sind dort zu Gast bei deren Saisoneröffnung. Da wird das Stadion richtig voll sein, denn die haben vorher noch ein Traditionsspiel gegen Werder Bremen, also die Pokalsiegermannschaft sozusagen, Bremen gegen Essen. Das war ja vor, ich glaube, 25 Jahren. Und wir spielen gegen die aktuelle Mannschaft von Rot-Weiß Essen. Also es ist eine große Ehre. Und ich habe auch schon gehört, es fahren 2-3 Busse dorthin. Also es ist sehr, sehr großes Interesse. Da freue ich mich sehr drauf. Absolut. Ist auch ein bisschen vergleichbar. Wir haben ja auch vor dem Stadion ihren Hero, nämlich Helmut Rahn, stehen als Figur. Ne? Wir haben ja unseren Hermann vor der Haustür. Also beide Vereine ticken so ähnlich. Und ja, kann man durchaus vergleichen. Das wird eine schöne Sache. Sollten alle mitfahren, die sich das zeitlich leisten können. Ja, 3-1. Derici. Und wer war's? Vielleicht antwortet ihr das Tor, oder? Euer Spielstand, oder wie geht das? Ja, Richard Weil war's. Ich glaube, Richard Weil war's mit der Nummer 7, ja, der hier, Richard Weil, der hier das 3-1 fürs schwarze Team erzielt. Ich weiß gar nicht, wie es steht. 1-0, 2-0. Ich glaube, die Roten führen. Weißt du, die Roten führen? 86-3, sagt mir das. 2-2. Angeblich steht es 2-2. Nee. 3-1 steht's, 3-1 steht's. Aber der Lars konnte es nicht mitkriegen, da hat er mit dem Rücken zu den Spielern gestanden. 3-1 steht's. 3-1 steht's. Aber es muss ja 2-2 stehen, denn beim UFC gibt es keine Verlierer. Nein. Ja. Mal gucken, wie lange gespielt wird. Psst. Also steht 2-2. Nein. Also wir gehen es nochmal durch. Pysalo definitiv beim schwarzen Team 1-0. Chicora müsste beim roten also, Team sein 1-1. Torwart, den wir gerade in Aktion gesehen haben, zur Torwart-Legende René Keffel, da kommt er. Jakob Lemmer, jetzt gucken wir mal, wo der steckt. Der Jakob Lemmer, der hat ihn 19. Der müsste... So, beim schwarzen Team. Ja, da ist er, der Jakob Lemmer hat die 19 beim schwarzen Team. 2-1. Dann der Richard Weil, schwarzes Team 3-1. Ja. Also 4-1 fürs schwarze Team. Ja, das ist doch wunderbar. Im Sport geht es darum, immer sein Bestes zeigen zu müssen oder alles, was ich in mir habe, rauszuhauen. Und für uns Trainer ist es doch wunderbar. Und ich habe das so ein bisschen verfolgt in den sozialen Medien da. Ah. Beim Torwart, da pusht jetzt ein ganz großer Name. Ja, da Moritz Rhein hat alles richtig gemacht und hat leider war das Tor nicht getroffen, weil der Ball sich dann rausgedreht hat. Wenn er ihn empfohlen hat, da wird er schon gewusst haben, warum. Ja, wir haben uns ganz klar dafür entschieden, jüngere Torwart zum Torhüter zu holen, weil wir den Jungs auch die Chance geben wollen, sich zu entwickeln. Im Profisport sieht man eigentlich ganz wenige Junge, die im höheren Bereich Fußball spielen. Das sind meistens die Erfahrenen. Und irgendwann müssen die Jungs mal raus. Und irgendwann müssen sie mal auf den Platz und müssen wir können zeigen. Die Chance geben wir ihnen hier.
Und jetzt beobachten wir, wie die Vorbereitung läuft. Und dann haben wir mit Sicherheit auch eine schwere Entscheidung zu treffen. Unser U19-Torwart haben wir jetzt mehrfach gesehen, schon in den beiden Aufstiegsspielen. Die haben wir ja auch übertragen. Sag doch noch mal so ein bisschen was zur Spielcharakteristik der anderen beiden, der anderen drei. Naja, wir wollen natürlich versuchen, erstmal von hinten raus, dass wir Ruhe ausstrahlen, dass wir, wenn nötig und so oft wie es geht, das Spiel auch schnell machen wollen. Das haben wir im letzten Jahr nicht immer so geschafft, obwohl wir es auch immer umsetzen wollten. Oder? Hängt natürlich auch immer mit. Ja, jetzt habe ich mich selbst Würm machen lassen. Also in Wirklichkeit 3-2 steht es. Wir hatten dann eben, glaube ich, das zweite Tor fürs rote Team mit dem Kopfball. Beobachten wir, wie das jetzt hier abläuft. Ja. Sind wir sehr gespannt. Viel Erfolg. Danke, René Keffel. Und war mal ein ganz nettes Trainingsspiel gesehen im Hintergrund. Da geht es jetzt zum Auslaufen und das ist jetzt die Gelegenheit, wo wir dann die Verantwortlichen nochmal hören. René Keffel ja eben beim Interview gewesen und ich glaube, jetzt kommt auch Trainer und Co-Trainer gleich. Und dann werden wir noch ein bisschen was hören, was da so geplant ist, während die Mannschaft im Hintergrund nach einem kleinen Trainingsspiel hier beim Auslaufen ist. Also die beiden, die streiten noch so ein bisschen, wer jetzt wirklich gewonnen hat. Und wir werden es vielleicht genau erfahren. Ich darf jetzt hier Max Lesser begrüßen, der Co-Trainer erstmal. Hallo. Herzlich willkommen. Olaf. Ja, und natürlich unseren Trainer in Daniel Scheuernagel. Daniel, willkommen. Ja, hallo, servus. Gut. Ja, Max, du kennst das jetzt schon ein bisschen vom letzten Mal, bist du ja so ein bisschen reingekommen, aber es ist doch immer wieder was Besonderes hier beim OFC, so ein Auftakt. Ja, es ist immer wieder was Besonderes. Ich komme ja aus Fulda und da sind solche Zahlen, die heute bei einem Training sind, bei Spielen normal und das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Daniel, wie groß ist deine Vorfreude auf die neue Saison? Kann man das überhaupt schon so ein bisschen greifen, das Ganze? Seit ein paar Tagen seid ihr zusammen. Jetzt geht's los. Wie ist so deine Empfindung? Ja, natürlich. Die Vorfreude ist riesengroß. Ne? Wenn man das jetzt auch sieht, wie viele Zuschauer heute wieder hier sind. Und da freut man sich natürlich jetzt einmal, dass es wieder losgeht im Training. Samstag ist schon das erste Spiel, Sonntag geht es gleich weiter. Und von daher natürlich, wie das immer so ist, wenn es wieder neu losgeht, immer mit viel Euphorie. Und wir wollen jetzt einmal, dass es dann auch dann am Samstag dann auch richtig losgeht, sozusagen mit so ein bisschen Spannung oder Kribbeln da, man hat die Leute geholt, man muss jetzt gucken, passt das alles so, man hat sich wirklich so an Eisbrett überlegt, wie könnte das passen, aber wenn die alle mal zusammen sind, dann ist bestimmt auch eine eigene Dynamik zu erkennen, ne? Ja, natürlich, das ist ja immer spannend, ne? Wenn man so die Saison analysiert hat und hat festgestellt, dass man Dinge verändern muss und dann zum Glück sehr viele Zusagen bekommen hat mit den Spielern, mit denen man auch zusammenarbeiten möchte. Und das ist natürlich klar, ist die Vorfreude riesengroß. Und jetzt die nächsten Tage, die nächsten Wochen werden natürlich dann auch zeigen, dass alles zusammengefügt werden muss. Ne? Und das sind ja gute Dinge und dann werden wir eine erfolgreiche Saison spielen. Unter welchen Aspekten habt ihr die Leute geholt? Sollten die einen bestimmten Charakterzug haben? Dass sie alle kicken können, ist klar. Aber wie habt ihr das zusammengepasst? Oder du zusammen mit den Sportleitungen? Ja, zum ersten haben wir erstmal geguckt, wie ich schon gesagt habe, wir haben die Saison analysiert, haben so ein bisschen überlegt, was hat dem Kader gefehlt. Ne? Ein bisschen Mentalität, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Führungsstärke, auch ein bisschen Tempo über die Außenbahn. Und nachdem wir die Positionsprofile dann festgelegt haben, haben wir uns umgeschaut in verschiedenen Ligen, welche Spieler können zu uns passen, welche Spieler haben sogar irgendwo im Rhein-Main-Gebiet irgendwelche Wurzeln. Aber wir haben ja breit aus von Berlin über Aue bis in Süden runter. Also wir haben gesagt, wir haben keine Grenzen irgendwie, dass es die Spieler jetzt nur aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen sollen, sondern sie müssen einfach die Position erfüllen. Und darüber hinaus ist auch gefragt, natürlich muss auch charakterlich passen. Weil ich glaube, wenn wir eine richtige Mannschaft sind, das macht in der Saison immer mindestens 9 Punkte aus. Es ist ein richtiges Team formen. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass wir viel zusammen sind und auch gut trainieren und dann wird das ein richtig gutes Team werden. Hört sich gut an. Ja Max, man sagt ja immer, du bist ja so ein kleiner Fußballprofessor und jetzt ist ja eine besondere Aufgabe, nämlich so viele Leute auch wieder neu zu integrieren mit einem gewissen Bestand, den man hat. Ist das eine besondere Aufgabe? Denn im letzten Jahr war es ja so,
da hatte man ja im Grunde so einen Grundbestand, eine eingespielte Mannschaft im Wesentlichen. Jetzt ist aber alles bunt, ich will nicht sagen bunt zusammengewürfelt, aber schon mit Bedacht zusammengewürfelt, ganz klar. Aber das will ja jeder seinen Platz auch finden. Ist das einfacher oder ist das eine besondere Herausforderung? Ich sage mal, beides eh nicht schwer, weil im Endeffekt geht es auch darum, dass die Mannschaft unsere Idee kennenlernt, dass wir eine gemeinsame Idee auch entwickeln. Letztes Jahr ging es auch darum, eine neue Idee, ne, die wir auch mit eingebracht haben, die Jungs zu vermitteln. Jetzt ist ja uns eh nichts rein, es wird sicherlich eine gewisse Zeit benötigen. Aber bislang sind die Jungs sehr lernwillig und auf Grund guter Dinge. Jetzt kommen die nächsten Testspiele, geht gleich schon richtig los mit zwei Testspielen. Fängt vielleicht ein bisschen niederklassig an, aber ich habe das eben schon mit Olaf rauf und runter diskutiert. Also der Plan jetzt in der Vorbereitung, der ist schon sehr anspruchsvoll. Absolut, die Jungs haben ein starkes Programm. Jetzt geht es in den ersten Spielen sicherlich auch erstmal so ein bisschen um Abläufe kennenzulernen. Und dann haben wir nächste Woche gleich einen richtigen Kartenmesser. Dann geht es in die Rhön am Samstag und dann haben wir schon die ersten zwei Wochen geschafft. Olaf? Hast du noch was? Vorhin wurde die Frage gestellt nach dem Trainingslager. Ist sowas überhaupt schon mal angedacht? Ja, ich denke, dass wir noch ins Trainingslager fahren werden, weil das bietet sich an, wenn man so viel Neue hat. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, wir müssen natürlich eine richtige Mannschaft werden und das ist immer gut, wenn man natürlich auch dann viel Zeit miteinander verbringt. Und hier kommt jeder morgens hin, abends geht es nach Hause. Im Trainingslager hat man auch noch ein paar schöne Abende, die man zusammen verbringen kann, kann noch ein bisschen mehr vielleicht trainieren. Von daher ist das, glaube ich, sowohl für die Jungs als auch für uns Trainer, fürs Funktionsteam und natürlich auch für die Fans. Ne? Vielleicht wäre der ein oder andere Fan dann noch mit, wenn es feststeht. Und das glaube ich dann auch gut. Ja, wir haben ja tolle Spiele. Vorhin haben wir schon drüber gesprochen. Rot-Weiß Essen, tolle Auswärtsfahrt mit wahrscheinlich vielen Fans, die mitreisen. Wimbledon als Gegner hier. Ich glaube, da können wir uns schon auf eine tolle Vorbereitung freuen. Also ich glaube, man merkt das auch, die Fans sind nicht nur da, sie sind auch voller Vorfreude, sie wollen was sehen und ich glaube, die Jungs wollen auch was zeigen, die wollen auch Gas geben. Absolut und ja, Jungs wollen nicht. Ich würde sagen, herzlichen Dank, viel Erfolg den beiden Trainern, Max Messer. Hallo Schönlage, alles Gute, kommt mal rein. Olaf, kommt gleich noch, guck mal, die Mannschaft ist fertig und wir sind auch am Ende angelangt. Bleibt uns nochmal Danke zu sagen, viel Spaß und denkt an den Dauertag. Ja, und auf nach Großzimmern am Samstag. Ich darf nochmal aufrufen, wer dabei sein möchte, ist gern gesehen. Und Kickers Tag wollen wir auch nochmal sagen, 21.07. in der Platz. Da sind wir auch wieder vor Ort und präsent und freuen uns auf einen schönen Nachmittag. Ja, schönen Abend noch, rot-weiße Grüße, macht's gut, bis bald. Alles Gute. Ja, und der Lars hat eben über die Dauerkarten gesprochen, hat über Geld gesprochen. Und da komme ich auch nochmal dazu, zu den Fanradio Beiträgen, da nochmal dran erinnern, dass wir euch die Saison wieder komplett live übertragen können. Da bitten wir euch drum, dass ihr euren Beitrag leistet mit 40 Euro in der Saison, 20 Euro fürs halbe Jahr oder 3,33 Euro im Monat als Dauerauftrag möglichst. Und da freuen wir uns drauf und da können wir dann auch wieder alles für euch live senden. Ja, ich glaube, dann ist jetzt auch der Moment gekommen, hier für uns Tschüss zu sagen vom Stadion am Biberer Berg. Wir haben ein ganz interessantes Training gesehen mit am Anfang ein bisschen Geschicklichkeit, Gewandtheit. Zum Schluss Trainingsspielchen, wo noch gestritten wird, wie es ausgegangen ist. Also für mich ist es 3-2 ausgegangen. Haben alle neuen Spieler kennengelernt in den Interviews. Der Lars und der Olaf, die haben das unten ganz toll gemacht. Und da bleibt es mir jetzt vom Mikrofon eigentlich nur noch euch Tschüss zu sagen und euch einen schönen Abend zu wünschen hier vom Biberer Berg.